Wie jeder Schweizer kennt das Soljo mehr oder weniger. Kleines Dorf, eng gebaut. Als ich das erste Mal auf Soljo kam und das Haus gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein Steinhaufen. Als ich dann aber durchgelaufen bin, habe ich gesehen, dass es wunderschöne Details hat und einen Wahnsinnsausblick. Der Architekt hat genau gewusst, was er wollte. Die grosse Herausforderung in diesem Haus war sicher, dass es nicht einen rechten Winkel hat, dass eine Sonderlösung an den anderen gefordert hat. Alles von Hand einbauen. Also in der Werkstatt selber haben wir können schon vorbereiten, aber am meisten haben wir alles hier im Haus. Gute Monteure, die zaugen, die anpassen. Und das ist der schwierigste Punkt. Die Grundidee war, das Alte bewahren und mit Neuem zu ergänzen. Wir leben mit dem Holz. Das ist unser Boot, sagen wir so. Da muss man ja sehr viel Leidenschaft in so ein Projekt hineinsetzen. Und nur wenn man die Leidenschaft hat und die Passion hat, dann kann man auch sich um so viele Details kümmern. Das Abbild der Fassade war uns ganz, ganz wichtig. Das ist eine Art wie das Gesicht des Hauses, das Gesicht des Menschen, der darin lebt. Er tut eigentlich sein Gesicht, seine Fassade gestalten, so dass er sich wohlfühlt. Die ersten Gedanken, die ich eigentlich hatte, es waren Kindheitserinnerungen in Italien. Die kleinen Schiebfaltläden, die man über den Mittag zugemacht hat. Das ist eine wunderbare Stimmung. Es ist nicht ganz dunkel, es ist nicht ganz hell. Es ist ein leichtes Schattenspiel über die Decke. Das war das Faszinierende. Es ist gewaltig. Ich habe es so noch nie empfunden, auch durch die schmalen Gänge, wo das Spiel sogar hin an die Wand abgedreht wird. Das ist super. Der erste Anspruch, den wir Architekten hatten, es muss mit einer Hand bedienbar sein. Das heisst, wir müssen ein Beschlag haben, das auch nach 5 Jahren wunderbar läuft. Du hast gesagt, keine Ahnung, wie wir das machen. Aber wir werden eine Lösung finden. Was hat mich fasziniert, dass ich eine Fassade, die ich in der Regel festmontiere, jetzt einfach mal auftue. Die Mechanik hat ja die Aufgabe, dass sie die ganzen Bautoleranzen und die Ausdehnungen aufnehmen kann, dass sie die Faltbarkeit auf eine lange Zeit heraus garantiert. Beim reinen Schieblader, das haben wir relativ schnell gehabt, haben wir irgendwo steht das Teil, hast irgendwo einen Bahnhof und beim Faltschieben bringst du so ein kleines Paket an. J'aime beaucoup partir le matin au travail en ayant fait un petit stop pour regarder la mer, ce qui me donne un petit peu l'énergie pour la journée. Quand je suis arrivé à Saint-Martin, j'ai vu qu'il y avait... j'ai ressenti aussi qu'il y avait quelque chose de nouveau et surtout quelque chose à réaliser qui n'existait pas. Ici, on a une qualité de vie exceptionnelle, quand même. Travailler à Saint-Martin, lorsqu'il vous manque quelque chose, vous ne claquez pas dans les doigts et vous ne téléphonez pas, on vous l'amène le lendemain. Ça doit prendre ou un avion ou un bateau, c'est parfois une semaine, voire plus. Pour notre cas, nous n'utilisons que des bois tropicaux. On les reçoit secs et ils doivent s'adapter à l'hygrométrie de Saint-Martin.
Il a fallu que nous trouvions la quincaillerie qui va s'adapter avec ces éléments. Nous sommes arrivés sur la compagnie AWA. C'était des produits qui résistaient, avec l'aluminium et l'inox. Le soleil, le vent, le sel, ça semblait parfait. AWA a modifié, corrigé certains éléments techniques. On s'est très vite porté sur des éléments avec les architectes et les clients pour lesquels nous travaillons, dans ce que l'on peut appeler le haut de gamme. C'est un prix, mais ensuite, le client est content. Il y a juste une maintenance et ça suffit. Treviso è l'area veneta, quindi è la cultura di Venezia che si trasferisce sul territorio. Sono moltissime le ispirazioni che questo territorio, non solo Treviso, ma il Veneto, direi, in generale, ci dà. Nel senso che c'è una grande tradizione di capacità artigianale. Sono tanti anni che lavoriamo insieme, per cui le cose vengono in un rimbalzo, in un ping pong di idee. I progetti cominciano sempre in un grande tavolo dove ci sono libri, spazi per appunti, forse un vecchio modello, un'idea. L'idea centrale è che bisogna far ritornare lo spazio della cucina ad essere uno spazio di socialità. Di un luogo in cui la gente si unisce attorno a un tavolo. Per noi la cucina è la casa, o la casa è la cucina. Più le cose sono semplici, più devono essere sofisticate. Nel senso che gli oggetti, per essere precisi, hanno bisogno di altissima tecnologia per rappresentarsi in modo semplice, quasi invisibile. Le porte scorrevoli sono un elemento fondamentale di At Home perché sono il dettaglio che permette allo spazio della cucina di essere una stanza, un sistema, oppure di diventare un mondo magico che si apre con una serie di altri elementi. Heute gleich viele Leute über den öffentlichen Verkehr abfertigen wie über den Luftverkehr. Es sind tagtäglich rund etwa 80'000 Leute, Mitarbeitende, Shopper, Passagiere, ÖV-Umsteiger, Besucher. Das Flughafen-Shoppingcenter unterscheidet sich jetzt in unserem Fall generell mal von einem normalen Shoppingcenter, dass wir nicht ein reines Shoppingcenter sind, sondern 7 Tage in der Woche offen, lange Öffnungszeiten. Retail ist heutzutage sehr dynamisch. Wir müssen dieser Dynamik standhalten können. Wir haben sehr hohe Ansprüche an Technik. Wir haben generell sehr hohe Ansprüche an Qualität. Das ist ein Teil unserer DNA. Jobbetriebe möchten natürlich möglichst viel Umsatz respektive Ertrag erwirtschaften können, möchten interessante Standorte haben, möchten interessante Ladeflächen anmieten können. Es ist uns wichtig, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten können, die mit dem Flughafen vertraut sind, die unsere Ansprüche verstehen in Bezug auf Qualität, in Bezug auf Technik. Shopfronten, im Englischen redet man von Fascia, also auch vom Gesicht. Und das Gesicht ist wie bei einer Person natürlich auch im Kommerz enorm wichtig. Es wird mehr Individualisierung geben, es wird mehr maßgeschneiderte Konzepte geben, es wird mehr Pop-up geben. Und das stellt ganz neue Ansprüche natürlich an Shopbauten und dementsprechend natürlich auch Techniklieferanten. Musik
Thank you.